Wir starten mit einer Giant Chest, damit wir erstmal den Dart Goblin freischalten. Und was kommt jetzt? Sehr schnelles Attack Speed, sehr nice. Schöne Reichweite dort, wer die Bogenschützen wegholt. Jetzt ist er wieder am Turm dran. Und guckt euch mal an, das ist gut. Ja, für drei Elixier. Moin Leute, Trimax hier. Heute, wie versprochen, das Opening. Der Dart Goblin ist endlich da. Wir wollen ihn auf Level 7 bekommen, damit wir ihn richtig schön in Turnierstandard zocken können. Des Weiteren ist jetzt schon die nächste Karte angekündigt. Ich wusste gar nicht, welche Karte als zweites rauskommt. Es ist der Henker. Und das ist, glaube ich, auch die Karte, wo sich die meisten Leute drauf freuen. Ich finde die Karte auch richtig geil. Momentan sind ja auch die ganzen Zap-Bait-Decks-Spieler so mega stark. Und da ist der Henker genau richtig. Wir kümmern uns jetzt aber erstmal um den Dart Goblin. Und da haben wir auch das Angebot im Shop, das werde ich mir jetzt aber noch nicht direkt holen. Wir starten erstmal mit einer Giant Chest und danach würde ich sagen Super Magical Chest. Das ist jetzt so ungefähr der Plan. Das Geile ist ja auch, ich fordere ja ständig Karten an und ich kann nur noch einen Mini-Packer anfordern. Hier werde ich jetzt natürlich ganz normal die Dart Goblins anfordern. Müssen ja auch relativ schnell in Richtung Max gehen, wenn es dann irgendwann die einzige Karte ist, die ich anfordern kann. Wir starten mit einer Giant Chest, damit wir erstmal den Dart Goblin freischalten. Was? Warum denn den Mini-Packer? Und was kommt jetzt? Nein, Leute, nein, stopp. Jedes Mal, wenn ich ein Opening mache für eine neue Karte, passiert irgendwas Abgefucktes. Was war das denn jetzt, okay? Das ist kein Fake, das ist kein Photoshop, das ist kein Hack. Ich wollte jetzt einfach nur den Dart Goblin ziehen. Ja, 30 mal den Dart Goblin aus dieser Kiste und gut ist das Ding. Und jetzt bekomme ich aus einer Giant Chest, in der allerersten Giant Chest, einen Elektromagier. What the fuck? Was geht denn ab? Ich habe doch gerade ein Video hochgeladen, dass irgendwas mit meinem Account nicht stimmt, dass in jeder Kiste eine Legendary Card drin ist. Das Video habe ich gerade hochgeladen. Und jetzt ziehen wir aus der Giant Chest den Elektromagier. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich freue mich natürlich, ja, wenn das jetzt falsch rüberkommt, aber ich wundere mich so sehr darüber. Wie kann das sein? Ja, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Jetzt. Gut, öffnen wir noch eine. Die erste hat nichts gebracht. 30 mal ein Mini-Packer. Können wir überhaupt. Was ist hier los? Wieso kriege ich nicht einen Dart Goblin? Ist das ein Bug? Wieso kriege ich nur den Mini-Packer? Ist die Karte überhaupt schon draußen? Was ist los hier, Leute? Ja, natürlich ist er draußen. Wieso? Ich zieh tausendmal den Mini-Packer. Hä? Dreimal hintereinander? Dreimal hintereinander? Da haben wir ihn doch. Oh mein Gott, wie schwierig war denn das jetzt? Ey, das ist ja so krank. Und 30 mal den Mini-Packer natürlich. So, jetzt müssen wir aber. Supercell möchte ja einen Kartenausgleich hinlegen. Komm, jetzt müssen wir mal hier hin. Na? Hä? Das kann doch gar nicht sein. Ich wollte eigentlich nur eine Giant Chest öffnen. Ja, 30 Mal haben wir ihn jetzt. Jetzt haben wir ihn 30 Mal. So, und jetzt gehen wir all in, öffnen eine Super Magical Chest und wollen jetzt 136 Mal den Dart Goblin ziehen. Und wenn ich jetzt wieder die Mini-Packer ziehe, dann weiß ich auch nicht. Alle anderen Karten sind ja maxed. Wieso? Warum? Was geht hier ab? Guck, gib mir mal 136 Mal einen Dart Goblin. Das wäre doch mal was. 50. 50, ja, okay. Ist es in Ordnung. Und dann kriegen wir die Koboldhütte. Da kommen leider keine Dart Goblins raus, aber es gibt ordentlich Gold. Gut, und wir kriegen noch eine Legendary Card. Den Friedhof. Ja, jetzt haben wir sogar in diesem kleinen Mini-Opening schon wieder zwei Legendary Cards gezogen. Ist ein bisschen heftig. Wie viel brauchen wir ihn denn? Wie oft brauchen wir ihn denn, um ihn überhaupt auf Level 7 zu bekommen? Ich kann ja schon mal anfangen, das Ganze hier abzugraden. So, mal gucken. Wir können uns auch die aus dem Shop kaufen. Level 5 haben wir ihn schon mal. Level 5. Ich würde sagen, ich hole mir das Ding hier mal. Wie viel sind das nochmal? Wie viel sind das? Was sind das? 100 Stück. 100 Stück. Ich glaube danach. Ich kann ihn ja schon mal reinpacken. Wir können auch eigentlich nochmal. Eigentlich können wir auch nochmal ein Game machen. Komm, eine Giant Chest jetzt noch. Sei nochmal 30 Mal hier drin. 30 Mal ein Eisgolem. Da haben wir ihn, 30 Mal, sehr schön. Auch noch einen Bowler gezogen, perfekt. Alles andere ist maxed. Jetzt kaufen wir uns das Ding hier noch, haben den Kobold damit genug, dass wir ihn auf Level 7 bringen können und können dann eigentlich gleich in ein Game springen. Ja, ziemlich schwierige Geburt bis hierhin. Einfach
Überhaupt nicht gezogen. Wir haben mehr Legendary Cards als Dart Goblins gezogen am Anfang. Richtig geil. Ich würde sagen, wir springen jetzt noch in ein Game und mal gucken, wie sich die Karte in diesem Deck macht. Es ist noch eine Sache passiert, und zwar haben wir jetzt den Mini-Packer auch auf maximale Anzahl erreicht. Können jetzt, wie gesagt, nur noch den Dart Goblin anfordern. Haben wir natürlich aber auch schon auf Level 7. Und wir springen einfach mal mit diesem Deck, was ich zurzeit sehr, sehr viel spiele, in ein Game. Ich habe hier sonst, wo der Dart Goblin drin ist, immer ein Musketier drin. Musketier hat weniger Reichweite, ist langsamer, aber dafür mehr Schaden. Also muss man gucken, wie sich die Karten hier verhalten. Der Gegner kommt direkt erstmal mit einem gespielten Magier. Okay, ich glaube, ich würde sagen, ich setze jetzt hier einfach einen Eisgolem hin. Jetzt kann ich da einen Feuerball auf alles setzen. Kranker Typ. Hat er jetzt ganz schön kassiert. Was machen wir? Oh, ich habe einen Plan. Komm, wir gehen mal all in. Mit dem Dart Goblin noch dazu. Alle Karten, die wir haben hier, der soll noch dazu kommen. Den hätte ich mal viel früher einsetzen können. Jetzt können nämlich die Skelette tanken. Oh nee. Oh, überlebt. Oh, den Zap hätte ich jetzt gewastet. Und jetzt haben wir den Dart Goblin am Turm. Der macht, obwohl er nur wenig Leben hatte, weil er schon von den Skeletten angegriffen wurde, relativ viel Schaden. Und das Besondere bei dem Dart Goblin ist, er greift unglaublich schnell an. Ja, aber gut, das ist noch nicht das Besondere. Wie nennt man das? Er nimmt ein Visier, er nimmt ein Ziel sehr schnell ins Visier. Also er braucht nicht lange, um den ersten Schuss abzugeben. Sowas. Das wurde ja auch, die Bogenschützen wurden ja vor geraumer Zeit verbessert. Und da wurde genau das besser gemacht, dass sie für den ersten Auto-Attack nur ganz kurz brauchen. Oh, der will es jetzt hier aber wissen hier. Der hat jetzt hier einen Friedhof, Golem-Deck, das haut gut rein. Jetzt bringen wir hier mal, nachdem der Eisgolem weg ist, einen Dart-Goblin. Und der ist zwar nicht so gut wie Minions oder Bogenschützen, aber ihr habt ihn gesehen, gegen den Friedhof, sehr schnelles Attack-Speed, sehr nice. Schöne Reichweite dort, wer die Bogenschützen wegholt, jetzt ist er wieder am Turm dran. Und guckt euch mal an, das ist gut. Ja, für drei Elixier, das ist Chip-Damage. Ich gehe mal davon aus, dass er auch in diesen Zap-Bait-Decks gespielt wird. Leider. Aber hat er die jetzt gespielt? Natürlich hat er die gespiegelt. Die sind auch verdammt nochmal auf Level 10. Was macht er denn dort mit seinem Spiegel? Verrückter Typ. Verrückter Typ. Wir warten jetzt, bis er seinen Golem einsetzt. Ich glaube, der kommt gleich und dann schlagen wir einfach zu. Ganz einfach. So viel Elixier hat er nicht. Er hat bestimmt eine Skelettarmee. Bringt er die noch? Ja, ein bisschen Elixier. Kommt da. Hat er da noch rausbekommen? Aber wir haben ihn geknackt. Ich packe jetzt hier mal schon die Skelettarmee hin. Jetzt haben wir hier nochmal einen Dart Goblin, der das Ganze aufhalten soll. Hier gibt es einen schönen Feuerball, glaube ich. Oh mein Gott, da trifft ja einiges. Nochmal schnell einen Eisgolem davor. Und der Dart Goblin hat da jetzt ganz guten Schaden bekommen. Hat der Gegner den Sepp gespiegelt? Hat er den Sepp gespiegelt und dadurch. Wie ist mein Dart Goblin da gestorben? Das war jetzt ein bisschen merkwürdig. Ach, wir gehen direkt auf den nächsten Turm. Das sieht auch nicht schlecht aus. Den kriegen wir sogar. Hier setzen wir noch einen Ofen hin und dann ist das 2 zu 0. Sehr schön. Also, erster Eindruck, er passt in das Deck. Würde ich jetzt behaupten. In das Deck, was wir hier spielen. Hat sich jetzt gut geschlagen. Gegen Friedhof. Er ist besser gegen den Friedhof als das Musketier. Macht aber weniger Schaden auf den Golem. Hat alles Vor- und Nachteile. Guten Schaden am Tor macht er auch noch und er kostet einen Tick weniger. Also, im ersten Game, ich kann das jetzt noch nicht so schnell beurteilen. Also, wir werden jetzt noch ganz, ganz viele Games mit diesem Dart Goblin machen. Ich werde euch da ein paar geile Decks vorstellen. Mir gefällt die Karte. Sie macht Spaß zu spielen. Vielleicht ist sie nicht die beste, aber sie macht auf jeden Fall Spaß zu spielen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ich werde noch einige Decks ausprobieren und euch dann hier vorstellen. Das war jetzt nur so mal ein Testspiel, ja. Weil einfach das Opening lag hier jetzt im Fokus und das Opening war ziemlich krank. Also lasst auf jeden Fall einen Kommentar da für mich, was ihr von diesem Opening haltet, was ihr vom Kobold, von diesem Blasrohr-Kobold, den Dart Goblin haltet. Und dann sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Stream. Alles klar, Leute, haut rein.